In der ersten Folge von Das Rad der Zeit wird Moraine vor allem von ihrem Wächter Lan und der Gruppe von den zwei Flüssen begleitet. Sing von Maneteren, oh wei, weint um das Blut von Ämon, oh wei, weint um Maneteren, vor langer Zeit. Mit der Zeit lernen wir jedoch immer mehr Charaktere aus ihrem Leben kennen. Die Organisation der Aes Sedai zum Beispiel. Ein Bund aus mächtigen Machtlenkerinnen. In zwei Videos haben wir euch bereits ihre unterschiedlichen Farben und die Hintergründe der einen Macht erklärt. Heute soll es um das Leben der mysteriösen Swan Sanche gehen, deren Geschichte wir zum ersten Mal in der 6. Folge von Das Rad der Zeit kennenlernen. An dieser Stelle daher eine Spoilerwarnung, falls ihr keine weiteren Details über Swan und Details zur Folge 6 erfahren wollt. Im Einstieg von Folge 6 sehen wir, dass Swan bereits als Kind die eine Macht lenken konnte und damit ihren Vater bei seiner Arbeit als Fischer unterstützte. Sie wuchs in tierarmen Verhältnissen auf und ihre Mutter starb, als sie noch sehr klein war. Ihr Vater achtete darauf, dass sie ihr Talent geheim hält und die eine Macht nur benutzt, wenn die beiden alleine und außerhalb der Stadt sind. Aber Papa... Weise Frauen belasten ihre Angel nie, bis sie brechen. Tu du das auch nicht. In ihrem Heimatort Tier war Machtlenken verboten und Frauen, die diese Fähigkeit besaßen, wurden gemieden. Wie wir bereits im letzten Hintergrundvideo erfahren haben, können nur sehr wenige Menschen die eine Macht lenken. Eine noch kleinere Zahl wird bereits mit dieser Fähigkeit geboren, die sich normalerweise während der Pubertät oder im Erwachsenenalter zeigt. Bei Frauen kann sich die eine Macht jedoch sehr viel früher zeigen als bei Männern. Was erklärt, wieso Swan schon so jung Fäden kanalisieren konnte. Ohne richtige Ausbildung kann die Benutzung der einen Macht extrem gefährlich werden. Unerfahrene Machtlenkerinnen laufen Gefahr, mehr in sich aufzunehmen, als sie kontrollieren können, was den Körper unweigerlich in Mitleidenschaft zieht. Während im Buch ihre Schwester dafür sorgt, dass ihre Fähigkeiten aufgedeckt werden, sehen wir in der Serie, dass Swans Haus plötzlich abbrennt, nachdem sie die eine Macht nutzt, um ihrem Vater auszuhelfen. Auf den verbrannten Überresten erscheint außerdem das Symbol der Aes Sedai. Um seine Tochter vor Angriffen zu schützen und ihr eine Ausbildung zu ermöglichen, schickte ihr Vater sie danach sofort auf ein Boot zu den Aes Sedai in die Weiße Burg in Tavalon. Wenn irgendwelches Pack versucht, dich klein zu machen, zeigst du denen, wer du bist. Swan Sanche, Tochter des Flusses, schlau wie ein Raubfisch. Stark. Widrige Zeiten. Swan lernte schnell, sich zu verteidigen und eine gewisse Härte zu zeigen. Zusammen mit Moraine begann sie ihre Ausbildung bei den Aes Sedai, die sie beide nach nur 3 Jahren beendeten. Einige Machtlenkerinnen brauchten dafür bis zu 25 Jahre. Beide entschieden sich für die Blaue Aja, die sich für die Bekämpfung von Unrecht einsetzt. Swan und Moraine wurden sogenannte Kopfkissenfreundinnen, ein Begriff der Aes Sedai, der eine besonders enge Freundschaft oder Liebesbeziehung bezeichnet. Im Buch sowie in der Serie wird deutlich, dass die beiden eine sexuelle Beziehung verbindet. So ist im Buch zum Beispiel davon die Rede, dass sie sich das Bett teilen und Swan genau weiß, welche kitzligen Stellen hilfloses Gelächter und Flehen hervorrufen. Und auch in der Serie sehen wir, wie sie zusammen die Nacht verbringen. Nach ihrer Ausbildung verfolgten die beiden Frauen unterschiedliche Ziele und verschleierten ihre Freundschaft. Wie wir in der 6. Folge erfahren, wurde Swan zum Amulin-Sitz gewählt, der Leiterin der Aes Sedai. Dadurch verließ sie die Blaue Aja, um aus allen und doch aus keiner zu sein, so wie ihr Kleid zeigt. Im Gespräch unter 4 Augen erfahren wir, dass Moraine und Swan bereits seit 20 Jahren heimlich nach dem wiedergeborenen Drachen suchen. Moraine berichtet ihrer Freundin, dass sie 5 Kandidaten gefunden hat, von denen einer der Drache ist.
Da Swan in ihren Träumen gesehen hat, dass der dunkle König sich beim Auge der Welt befindet und seine Macht wächst, beschließen die beiden, Moraine aus dem Weißen Turm verbannen zu lassen. Nur so kann sie sich unentdeckt mit der Gruppe aus den zwei Flüssen aufmachen, um den Herrn der Lügen zu bekämpfen. Denn als Mitglied der Weißen Burg würde man sie gar nicht gehen lassen. Ich kehre erst zurück, wenn sie mich dazu auffordert. Der Schöpfer möge sich sonst von mir abwenden und Dunkelheit meine Seele umfangen. Was haltet ihr von Swan Sanchez Geschichte? Und welcher Charakter in der Serie Das Rad der Zeit hat euch bisher am besten gefallen? Schreibt es uns in die Kommentare. Hier geht's jetzt weiter mit unserem Video zur Hintergrundgeschichte der einen Macht.